Ja, und Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute zu Neon Abyss. Ja, wir betreten die Bar, würde ich sagen. Ja. Juwelen eintauschen, wir haben nicht viele. Ich bleib bei dem jetzigen Charakter, ich fand den gut. Ja. Seed brauchen wir keinen, die Statuen sind noch alle kaputt. Ist ja alles wie vorher eigentlich. Ich deaktiviere keine Waffe, ich fand die Waffen eigentlich, die wir hatten, alle sehr gut, deswegen. Ja. Den durch. Oh mein Gott, kann man damit schnell Kisten wegmachen. Ist das geil. I love it jetzt schon wahrscheinlich. Klingt sehr gut Deutsch. Merken wir uns Leben. Falls wir irgendwie vom Boss sind und dann noch Leben brauchen. Oh, geil. Ich weiß nicht, welche Kiste wir nehmen sollen. Ich glaube, wir haben nur eine frei, oder? Wie ist das? Zwei Kristalle, zahle ich easy. Okay, geil. Ein Ei hatten wir. Freischalten. Oh, noch eine Kiste. In der Kiste ist noch eine Kiste. Warte. In der Kiste war jetzt eine Kiste, in der eine Kiste drin war. Cool. Noch oben. Sehr nice. Ah, nein. Oh, kein Damage gekriegt. Okay, weird. Die Gegner waren gefühlt schon in mir drin. Nice one. Okay, was ist das? Königliches Geweih. Erhöhe deine Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn du Schlüssel benutzt, lässt du zusätzliche Münzen fallen. Okay, ich muss mal schnell lesen, weil das schnell weggeht. Eine Gitarre nehmen wir mit. Wieder beißt ins Gras. Aktiv erschaffe eine Holzkiste. Weiter. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich das erstmal. Man kann so um sich rumschießen, die lassen. Ah, das ist krass. Okay. So, dann gehen wir hier rein. Okay, das ist besonders mit so einer Waffe zu kämpfen. Okay, das ist sehr anders. Ein halbes Herz wieder zurück. Gut. 10 Minuten Gegner klatschen später. Okay. Gut. Und geil geschafft. Oh nein, es war nichts drin. Wie schade. Berserkerblut oder Elfenbrot? Berserkerblut. Die Rage treibt deinen Körper an. Je weniger Herz du hast, desto mehr Geschosse kannst du abfeuern. Das klingt geil. Aktivieren. Bin ich lost? Ich bin da einfach reingesprungen. Oh, Mist. Alter, Bruder. Ich krieg so viel Damage, aber wir können noch full life werden durch die ganzen Leben, die da noch übrig waren. Mini-Mumie. Er blockt gegnerische Geschosse und kann 2 Geschosse abfeuern oder so, stand da gerade. Waffenabzeichen. Erhöht das Waffenlevel. Ja, sehr geil. Oh, goldener Sam. Die hole ich mir. Einfach, um sie auszuprobieren. Münzen fallen lassen. Ach so, aber dafür brauche ich noch erst Punkte. Okay, das ist wirklich sehr geil. Warte, kann es sein, die schießt immer schneller, desto länger ich feuer? Oder jedenfalls am Anfang. Seid eine typische Minigun, soweit ich weiß. Die Leben mitnehmen. Gut, dann gehen wir jetzt zum Bossroom. Pewdie, Gott der Trolle. Erstmal seine Sachen da kaputt schießen. Oh mein Gott, Alter, wie viele Geschosse willst du schießen? Okay, gleich ist er tot, er ist gleich tot. Nice one, da ist er down. Ein Leben nur verloren. Feuerkraftabzeichen erhöht die Feuerradwarte. Jetzt schießen wir noch schneller, Alter, wie geil. Hä? Nice Waffe. Level 2 von 5. Hui.
Granate und Schießpulver. Wenn du Bombe aufsammelst, erhältst du eine zusätzlich. Alter. Leider keine Bombe drin. 10 Münzen? Zahl ich. Nice, Geld. Mehr Schlüssel nötig. Ah, die kosten Schlüssel, um die zu öffnen. Ah. Okay, merken wir. Da ist noch eine. Hier noch eine Kiste, für, wenn wir einen Schlüssel haben drin. Was ist das für eine Waffe? Die 8. Farbe. Passiv für ganz zusätzlich Kristall. Sieht richtig krass aus. Ich weiß aber nicht, ob die hier nicht vielleicht besser ist. Aber nehmen wir die jetzt einfach mal mit. So, hier durch. Wow. Okay, das Ding wollte uns attacken. Alter. Da, die schießt Suchprojektile. Wie geil. Aber nein, in dem einen Ei war nichts drin. Sad. Ui. Nice one. Mini-Mumie 2. Er blockt gegnerische Geschosse und kann 4 Geschosse abfeuern. Und dann stand da noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Okay. Albtraummaske. Geisternagel. Geisternagel. Albtraummaske gibt wahrscheinlich einen Buff und einen sehr starken Buff und einen Debuff. Wenn du verletzt wirst, erhältst du einen bösen Geist. Nö, ist gar nicht, gar kein Debuff da. Geil. Und sie sieht cool aus, Alter. Sind wir mal ehrlich. Oh mein Gott. Aua. Egal. War nur dieses Bonus-Ding da. Geisterbabys. Feuert automatisch durchdringende Geschosse auf Gegner ab bei Tod irgendwas. Mini-Mumie 3. Drei Kristalle, easy, haben wir. Oh mein Gott, Alter. Wir sind der größte Tank. Guckt auf unsere Leben, Junge. Okay, okay, okay. Was bist du für ein Ding? Egal, tot bist du jetzt. Aua, Alter, was ist das für ein Ding, Junge? Was hat das für Attacken? Okay, das hat ähnliche Attacken, das. Immer das Größte zuerst killen. Noch einmal Schaden bekommen. Gut, geschafft. Ein Waffenabzeichen, perfekt. Erhöht das Waffenlevel. Sehr gut, dadurch können wir einen Max-Kristall mehr tragen. Och nein, bin ich dumm. Alter, wie soll man bitte die Granate denn so werfen? So, ja, perfekt, hab's hingekriegt. Ah, wow. Kette. Gott der Bittercoin. Bittercoin. For real jetzt. Neuer Punkt. Ein Waffenabzeichen. Lebensabzeichen. Erhöht die Anzahl der Herzbehälter. Ja, ist geil. Ist geil. So, und ab in Level 3. Alter, die Aufnahme, würde ich sagen. Ja, okay. Machen wir noch dieses Level zu Ende, dann würde ich sagen. Wie oft sage ich heute eigentlich, würde ich sagen? Junge. Geht weg. Wir bräuchten eigentlich so einen, würde ich sagen, Counter, Junge. Jetzt muss mein Cutter extra die ganze Zeit nach hinten gehen und hier die alles aufzählen, wo überall, würde ich sagen, hinkommt. Oh nein, unsere Mumie ist, glaube ich, gestorben. RIP an unsere Mumie, ganz ehrlich, RIP. Aber ein neues Ei gekriegt, perfekt. Nein, ich wollte das nicht nach hier werfen. Wieso, Junge? So, bam, Mann, ey. 2 Kristalle, perfekt. Okay, das hier sprengt auch die Sachen weg. Ich gehe erstmal nach hier gucken. Brauch
brauche ich alles nicht. Hä? Ich habe so viel Leben, Manu. Ich habe zu viele Leben. Ich könnte mir hier überall Leben holen gehen, aber ich brauche nichts. Genauso ist es gleich mit den Kristallen. Die Waffe hat ja keine Superfähigkeit. Halt aktive Fähigkeit, eher gesagt. Deswegen. Alter, ich komme da nicht hoch, wie viel zu dem. Ja, drei Kristalle. Easy. Die Waffe. Lärm. Eine Leiter. Okay. Sieht gut aus, aber na, brauchen wir nicht. Die hier ist besser, glaube ich. Mann, das ist so scheiße. Immer so richtig so viele coole Waffen. Okay, hier ist sowas Komisches. Warte mal kurz. Diese Lärmwaffe könnte gut sein für ein paar Sachen. Erstmal hier, aber hier könnte man vielleicht auch so raufkommen. Nee. Okay. Ich merke schon, die haben die da nicht ohne Grund, glaube ich, in den Shop gepackt. Provisorisch nehme ich sie mit. Provisorisch. Eine Leiter einmal. Und aua. Dann noch, wo war das? Ich glaube, relativ am Anfang oder so. Hier, ne? Mhm. Mehr Kristalle nötig. Ach, wir brauchen zwei. Ja, okay. Hier war doch ein Raum mit Kristallen direkt. Oh, hier unten ist so ein diabolischer Score oder irgendwie so ein Score. Und der fühlt sich irgendwie die ganze Zeit gefühlt auf. Ich frage mich, was passiert, wenn der voll ist. Obwohl, warte mal kurz, will ich es eigentlich wissen, was passiert, wenn der voll ist? Ich denke nämlich nicht. Aua. Alles explodiert hier gefühlt. Überall Laser oder Projektile oder irgendwas. Kann es sein, dass da... Ach, ich hab's tot gekriegt. Gut. Aua. Wo hast du dich hin tippet? Ach, da. So. Öffnen und ein Waffenabzeichen. Perfekt. Erhöht das Waffenlevel. Schön. Ja. Ach, ich muss, kann ja noch Sachen aktivieren. Stimmt ja. Und hier war nichts drin. Ganz kurz kann man die mal abschießen. Nichts. Okay. Aber ein halbes Herz mal wieder. Oh doch, hier war noch eine Coin. Perfekt. Wir haben 213 Coins, Alter. Wir sind so rich. Fisch am Abzug. Wie hat... Das ist eine Waffe, ne? Er hat einen Traum. Warte, was? Erhalte einen Fisch. Ist jetzt nicht so strong, I guess. Oh, ich gehe direkt zum Boss, okay. Gott der Talk, Gott der Mobile-Videos. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Der ist schwer, aber tot. Stärkeabzeichen erhöht den Waffenschaden. Okay, gut. Aber wir haben wenig Leben, leider. So. Das war's dann mal für die Folge. Ja, ich spiele direkt jetzt weiter, aber ihr seht das beim nächsten Mal. Und damit, ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen, über einen Kommentar auch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.